Ich bin überzeugt, dass das zutrifft, weil ich denke, man kann so zusammenarbeiten. Wenn man hier und da etwas überkommt, gibt man auch lieber. Es ist gut, wenn wir uns vorgängig treffen können. Man sollte ein bisschen austauschen. Leute, die frisch kommen, ein bisschen lernen kennen. Der Vorlauf ist sehr, sehr gut und sehr interessant und tun wir es auch so machen. Dass man tut, schnell vorher miteinander noch die wichtigen Sachen austauschen. Man hat meistens noch miteinander Projekte am Laufen, wo man dann persönlich miteinander besprechen kann. Und das ist eigentlich vor der ganzen Sitzung fast die wertvollste Zeit. Es geht dort ums Netzwerken, es geht darum, einander besser kennenzulernen, es geht darum, Kontakte zu knüpfen. Also in einer Woche oder in einem Monat kann viel passieren. Es gehört viel Neuigkeiten und das, was noch fast wichtiger ist, man kann selber einmal in der Woche trainieren, gegen die Firma innerhalb von 60 Sekunden vorzustellen. Es hat eigentlich aus meiner Sicht zwei Effekte. Das eine ist, jedes Mal wieder hinstehen können, was habe ich wirklich Innovatives, was habe ich Neues, wo ich meinen Außendienstmitarbeitern, meinen BNI, Chapter-Kollegen kann mit auf den Weg geben, damit sie mich noch besser verkaufen können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Präsentationstraining, weil jeder Kontakt, egal ob mit Ihnen oder mit wem immer, das ist bereits auch wieder eine Chance, um eigentlich mein eigenes Produkt zu verkaufen. Das Ziel ist, dass man immer wieder an Schuhe ist und auch weiss, wie eigentlich das Geschäft funktioniert und in der Branche, in der es positioniert ist. Und so mit dieser 10-Minuten-Präsentation hat man Zeit, eigentlich Detailsachen auch ein bisschen vertiefter anzuschauen und bringt jedem wieder die Informationen, sodass man die Informationen auch brauchen kann. Wenn man natürlich 10 Minuten Zeit hat, am Bett zu reden, dann kann man vielleicht ein Thema viel tiefer vertiefen oder man kann mal wirklich genau einen Überblick geben über das ganze Geschäft. Das natürlich in 60 Sekunden nie und immer möglich ist. Und in dieser Zeit lernt man natürlich einen Betrieb gerade noch einmal besser kennen. Also als erstes Mal ist eine gewisse Verbindlichkeit da. Wenn man messen und zählen, wie viele Empfehlungen das gehen und wie viele Empfehlungen das reinkommen und der Umsatz, der daraus entsteht, dann ist eine gewisse Verbindlichkeit da. Also eine Empfehlung, die ich durch ein BNI-Mitglied überkommen, heisst für mich eigentlich super. Also das ist nicht ein paar Geld, aber es wird auch sehr häufig wird der Auftrag abgeschlossen, wenn du die Empfehlung überkommst. Ja. Also wir suchen nicht Mitglieder, wir suchen Interessierte. Kommt dann vorbei, unverbindlich, wirklich unverbindlich. Wir laden Sie gerne ein für ein BNI-Frühstück. Ein ganz grosser Vorteil, den es hat, man lernt frische Leute kennen, man kann mehr Umsatz generieren, man hat ein Team zusammen, das kompetent ist, man vertraut einander und das ist eine gute Sache. Das grosse Gut, das wir haben, ist der Mix der Leute. Es hat vom 1-Mann-Betrieb bis zum 30-Mann-Betrieb haben wir einen super Mix. Nebst dem, dass wir einen Haufen Empfehlungen und Umsatz generieren bis jetzt in diesen 2,5 Jahren, ist einfach die soziale Komponente ganz ein wichtiger Punkt bei uns. Wir wollen miteinander Geld verdienen, einander Aufträge zu haben, aber Freundschaften und Kollegschaften kommen bei uns auch nicht zu kurz. Darum, wer Interesse hat, unbedingt bei uns anklopfen.